Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected mit unserem Druiden am Start. Und wir sind hier noch beim Gitbin, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Und wir suchen jetzt hier unseren Schinder-Dungeon, um Kalims Gehirn zu finden. So, dann werden wir weiterlaufen. Hier gibt es wahrscheinlich auch einen Schatz. Okay. Wir haben den Schinder-Dungeon gefunden. Sehr gut, dass der... Ich weiß gar nicht, ob der immer in der Nähe von dem Gitbin ist. Dann hätte man vielleicht eine letzte Folge auch noch machen können. Aber okay. Ich finde es jedenfalls gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt werden wir mal schauen. Oh, grüne Gespenster. Und saugt Mana ab. Aber die Wölfe machen das schon super gut. Ich hoffe, ich kann mich bei Mephisto auch auf die Wölfe verlassen. Schinder Dungeon Ebene 2. Ich weiß gar nicht, in welche Ebene wir hier gehen müssen. Ausdauer ist jetzt wirklich nicht das, was wir unbedingt brauchen. Was haben wir da? Wieder so kleine Skelette. Das war der falsche Knopf. Der hat uns einen Wolf kaputt gemacht. Kommen die Wölfe da ran? Die sehen halt auch echt witzig aus, diese kleinen Skelette. Gesundheitsschwein. Ich nehme mal noch nicht. So, wir lassen erstmal hier die Gegner kommen. Ebene 3. So. Ebene 3 war vielleicht die letzte, oder? Geht's noch weiter runter? Ich höre doch schon wieder die Kleinen. Ah, nein, da rennt schon wieder so ein Schamane rum. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerresistenz. Riesenzauber, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Alles voll mit Tränken. Haben wir noch eine Identifikationsrolle? Nee, leider nicht. Der Geist stirbt echt schnell. So, greift hier hinten bitte den Schamane an. Hier, den hier. Oh. Wieder nicht tragen. Okay, ein bisschen Platz machen. Skelett erwecken. Hm. Ich glaube, das bringt nicht so viel Geld. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nein, nicht schon wieder so eine Feuersbrunst.
Haben wir jetzt eigentlich mehr Trefferchancen? Ah, 54% Trefferchancen. Dadurch, dass wir unseren Ring anhaben und den anderen. Immun gegen Feuer. Ah, die Wölfe sind super. Ein Schwert. Und hier haben wir Karlins Gehirn. Sehr gut. Hier haben wir noch einen leichten Gürtel. Schuppenpanzer. Okay, wir gehen erstmal zurück. Deckard. Was für ein Glück. Kalims Gehirn kennt Mephistos Schwäche. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Auge, das Herz und den Flegel. Einmal identifizieren. So, jetzt müssen wir unten in dem Bazar von Kurast. Hallo. Monsterheilung verhindern. Ist auch gar nicht so schlecht. Was kann der hier? Okay, 1% Chance, magischen Gegenstand zu halten. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gefunden. In einem Riesenzauber. Der ist auf jeden Fall nicht wert, dass wir ihn aufheben. So. Das Gehirn. Geist wieder. Und dann holen wir uns noch mal ein bisschen Mana bei Ormus. Ich glaube, wir hatten nicht den Wegpunkt gefunden, oder? Nee. Also müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, dich mag ich nicht. Aber mit den Bären haben wir ja zum Glück richtig viel Ausdauer. Da können wir schön lange laufen. Mit der Zauberin, da wären wir jetzt vermutlich schon wieder erschöpft gewesen. Ja, und die Wölfe können nebenbei nochmal ein paar kleine Mobs mitnehmen und uns noch ein bisschen Erfahrung farmen. Und wir nehmen den Ausdauerschrein mit. So, jetzt müssen wir den Weg nach Unterkurast finden und dann zum Bazar. Aber wir haben auch zum Glück gleich wieder ein Level. Dann können wir die Wölfe nochmal pushen. Wo auch immer die gerade sind. Hallo, ihr Wölfe. Oh, ich habe nur noch einen Wolf. Gutes Messer. Zweifach gewürfelt. Ah, nicht reparierbar. Heiltränke brauche ich fast gar nicht mitnehmen momentan. Haben wir eigentlich relativ viele. Oh, ein Champion. Mana-Verbrennung. Zum Beispiel was wieder voll. Der Geist, der könnte ruhig irgendwie mal woanders, da hinten zum Beispiel, einfach da bleiben. Oder ein bisschen ausweichen, weil angreifen tut er ja auch nicht wirklich.
Ja, schon wieder so viele kleine. Eine ganze Horde von denen. Nehmt euch in Acht vom großen Bären. Und wie soll es noch sein? Der Geist fehlt schon wieder. Oh, gelbe Stiefel. Und geht's hier weiter? Okay, wir haben auf jeden Fall den Wegpunkt gefunden. Die Frage ist, was haben wir hier? Hier ist nur das Sumpfloch. Da wollen wir dieses Mal nicht rein. Und hier hinten geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir laufen wieder zurück. Auf jeden Fall haben wir den Wegpunkt, das ist schon mal in Ordnung. So. Oh nein, die sind nicht... Hoffentlich bekommen die wenigstens sowas wie repariert eine Haltbarkeit in 33 Sekunden. Okay, den treffe ich auf jeden Fall schon besser. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mal auf Geschick skillen soll, ein paar Punkte. Wir können ja irgendwann auch wieder umskillen. Wenn wir merken, wir kommen mit unserer Skillung nicht mehr weiter. Oh, eine Schriftrolle der Identifikation. Sehr gut. Repariert eine Haltbarkeit. 7 zur Chance. Feuer gibt. Ausdauerheilung, also auf jeden Fall besser als die. Und schon wieder diese Kleinen. Wie viel Leben kriegt der Geist denn eigentlich mehr, wenn ich den... Leben 60, das sehe ich momentan noch nicht. Chance auf Treffer. Ich glaube, Leben haben wir jetzt 100. Ich mache jetzt mal hier einfach 5 Punkte drauf. 62. Und hier Wölfe 3, 15 mit 20 Schaden. Maximales Leben wird auch erhöht. Oder ich skill hier nochmal drauf. Hm. Ich mache, glaube ich, die Wölfe stärker. Durch. Oh nein. Da hat er uns fast erwischt. So. Auch wieder eine Sackgasse oder? Ne, hier geht's auf jeden Fall um die Kurve. Und du hier wieder? Ja, wenn wir ihn treffen. Sehr gut. So. Meinst du, solange die uns angreifen, ist es auch noch okay, dann machen die Wölfe den Rest. Da ist doch noch kein One-Hit. Weil es hier noch überall geht. Bisschen Gold. Oh, das sieht gut aus. Prügler. Das könnte hier der richtige Weg sein, auf jeden Fall. Oh, was war das? Blitzverzauberung oder irgendwie? Okay.
Da geht er dahin. Lässt einen Dreizack da, den wir nicht mitnehmen können. Okay, wir brauchen eh Mana und Leben. So. Unterkurast. Und wir brauchen jetzt den Bazar. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur durchlaufen durch Unterkurast. Wir müssen hier, glaube ich, nichts finden, so weit ich mich erinnern kann. Ach, wobei doch hier die eine Quest. Oder vielleicht den Wegpunkt. Und ein paar Erfahrungspunkte können wir mitnehmen. Oh, war da ein Champ? Heilige Kugel? Mhm, sehr schön. Giftwiderstand. Eine Truhe. Axthände. Haben wir auch noch eine Truhe? Zwei Truhen. Kettenstiefel blau. Nichts Besonderes. So. Ach so, wir müssen vielleicht. Müssen wir durchlaufen? Oder müssen wir durch den unterirdischen Durchgang hier auch wieder? Ein Ring. Okay, hier geht's weiter. Bazar von Kurast. Und das ist, glaube ich, die Quest. Unter dem Bazar von Kurast, Kalims Herz. Das heißt, wir müssen hier in die Kanalisation, glaube ich. War das gewesen? Ja, der Geist ist schon wieder. Und ich glaube, wir müssen auch zerfallener Tempel. Hier haben wir, glaube ich, auch die eine Quest mit diesem Buch in einem der sechs Tempel, die wir hier am Bazar von Kuras und an Ravintal und Oberkuras, glaube ich, finden können. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Tempel es genau war. Aber das werden wir rausfinden. Oh, zerfallener Tempel. Ich glaube, wir haben es schon. Ich sehe, hier oben ist schon aufgezeichnet. Dann ist das, glaube ich, immer in dem zerfallenen Tempel. Eine nach der anderen. Ein Großhelm. Den will ich mitnehmen können. Sehr gut. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Achso, und jetzt droppt da natürlich auch noch Lahmessensfoliant. Sprecht mit Alcor. So. Ach, Alcor ist hinten wieder. Unser lieber Alcor, der Alchemist. Wir sind ja schon auf dem Weg.
Seid gegrüßt. Ihr habt das Buch gefunden. Es dürfte uns einen Einblick in die Natur der großen Übel geben. Ah, aber was euch betrifft... Ja, was uns betrifft. Wir kriegen neue Werte. Und ich werde hier, glaube ich, nochmal auf Geschick gehen. 59. Schon wieder 62. Das war doch gerade höher, glaube ich. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was dabei. Schön. Für unseren lieben Deckard. Und dann schauen wir doch mal bei Ormus vorbei. Ja. 3 zu Feuer waren 13.000. Sehr gut. 2 zu Energie. Wir bräuchten hier mal einen besseren Helm. 1 zu Mana nach jedem Kill. Aber macht halt auch nicht so viel Schaden wie die Axt. 5 zu Stärke. 4 zu Leben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall wieder Tränke. Achso, viel Mana-Tränke brauche ich glaube ich gar nicht. Das habe ich. Ich bin auch so voll auf Zauberin fixiert und will immer Mana-Tränke kaufen. So, zerfallener Tempel. Dann können wir hier direkt wieder zurücklaufen. Oh, Fähigkeitsschrein. Das heißt, ja, wir haben jetzt die Wölfe auf 7. Oh. Hier haben wir auch noch ein bisschen Erfahrung. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh, ein Zauber, sehr schön. Ein Tor. Okay, das war's. Dann gehen wir wieder raus. Bazar von Kurast. Jetzt müssen wir finden, wo die Kanalisation ist, quasi. Aber vielleicht wäre ein Wegpunkt auch nicht schlecht. Und Höllenschwärme. Ist die Kanalisation. Oh, schädigtes Gebein. Eins zu zerfleischen. Seid ihr bald fertig hier hinten? Identifikation, sehr gut. Was kann denn unser Zauber? Blitzschaden. Besser als nichts. Nehmen wir so lange noch mit. Diese Höllenschwärme sind mir echt am liebsten. Die sind relativ schnell kaputt. Geben auch noch etwas Erfahrung. Oh, eine Rune. Ich habe schon viele Runen gefunden wieder. Okay, hier geht's nach Oberkurast. Wir müssen aber unter dem Bazar von Kurast. Das heißt, wir müssen hier irgendwo die Kanalisation finden. Erfahrungsschrein.
Sehr gut. Und wir haben auf jeden Fall den Wegpunkt gefunden. So, dann nehme ich hier noch ein bisschen Erfahrung mit. Oh, das geht sehr gut vorwärts. Oh, und wir haben sogar noch einen Champion hier dabei gehabt. Wo ist er? Ist er schon kaputt? Ich hatte noch gerade irgendwo. Ach, hier unten. Da unten wartet er auf uns. Und wir greifen ihn mit Zerfleischen an. Okay, wenn wir ihn treffen, haben wir auf jeden Fall richtig gut Schaden. Regietrank. Hier geht's runter. Kanalisation Ebene 1. Aber vorher koste ich hier oben den Erfahrungsschrein noch aus. Oh, und was haben wir hier? Ah, das ist hier verlassenes Heiligtum. Das andere war zerfallener Tempel, glaube ich. Und da gehen wir ja auch gerade rein. Wir haben ja gerade noch den Erfahrungsschrein. Vielleicht haben wir hier, glaube ich, auch wieder einen Champion drin. Und ich habe den Feuerwiderstand genommen. Ich habe aus Versehen drauf geklickt. Okay, wir gucken trotzdem kurz. So. Rüstung? Haben wir hier keine Truhe? Hier vielleicht? Oh ja, und da haben wir auf jeden Fall noch einen Champion. Können die rauskommen? Können meine Wölfe auch rankommen? Oh, mehrere Champions sogar. Ach, so schade, dass ich den Erfahrungsschrein nicht mehr habe. Und wir sind super langsam. So, Heiltränke, guter Mana-Trank, gehörnter. Ich kann nicht noch mehr tragen. Gehörnter Helm. Einfach gesappelt. Okay, davon brauchen wir nichts weiter. Ich bin überladen. So, hier geht's in die Kanalisation. So, den nochmal neu machen. Aber in die Kanalisation gehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.